wollen wir das Geheimnis lüften, was wir die nächsten Tage noch vorhaben. Der Plan war ja eigentlich ein ganz anderer, ne? Wie immer. Genau. Wir wollten noch weiterfahren Richtung Beusten und eventuell Leukemeer. Aber dann haben wir spontan, gestern Abend war das, ne? Mhm. Gegen 8, 9 vielleicht, noch eine Einladung für ein Wohnmobiltreffen erhalten, die gemeinsam Silvester feiern wollen. Und da der Veranstaltungsort direkt in den Niederlanden liegt, haben wir gedacht, super, passt ja zu allem, was wir vorhaben. Und wir fahren jetzt nach Meer zu einem kleinen, aber feinen Wohnmobiltreffen mit roundabout 25 Wohnmobile. Und ich bin mal gespannt, was uns da alles erwartet. Auf jeden Fall ein geiler Stellplatz, so wie sich das gelesen hat. Ja. Ist mal was ganz anderes. Die Art haben wir vielleicht mit Höwe-Lieshütte hieß es, ne? Ja. In der Art vorgestellt. Niederlande ist ja bekannt, dass er auch Themenstellplätze hat. Und der hat auch ein spezielles Thema, wenn wir der Internetseite glauben dürfen, ne? Schauen wir mal, ob es auch so ist. Im Moment wühlen wir uns hier um Eidhoven drumherum. Und ich glaube, das sind alles die, die zum Wochenende an die See wollen. Viele belgische Kennzeichen. Und wir fahren jetzt wieder Richtung deutsche Grenze. Näher liegt in der Nähe von Roermond. Für uns heißt das knappe Stunde bis nach Hause. Ne? Von daher, wir können da auch Montag bis Nachmittag stehen bleiben, also von daher alles mega entspannt. Und das Wetter soll ja auch, wie wir sehen, besser werden. Alfred sagt, es ist zwar noch Wind, aber ich glaube nicht, dass das die Nacht. Ja, hier ist aber nicht mehr so viel wie. Also die Nacht auf der Spitze im Waal war fast schlimmer als an der Küste, ne? Fast schlimmer als am Brauersdamm. Also das war sowas von dieser Nacht. Ich habe echt manchmal gedacht, so gleich hörst du, wie es Rums macht, weil die Stütze wieder aufsetzt, weil ich das Gefühl hatte, wir heben ab. Ne? Das war schon heftig. Ja, du hast so ein Winter, die Stützen sich schon ein bisschen eingegraben. Genau. Geplant ist auf unserem Treffen, dass wir grillen. Und deshalb wollen wir gleich noch einen Zwischenstopp machen, um unsere Vorräte aufzufüllen. Weil auf Grillen waren wir jetzt nicht eingestellt. Nee, nicht wirklich. Was? Obwohl ich ja einen Grill mit habe. Ja, du fährst ohne Grill gar nicht. Du hast eher kein AdBlue mit als Grill. AdBlue kannst du aber kaufen. Ja, klar. Grillkohle auch. Ey, ich grill hier nicht mit Kohle. Ich grill hier mit Gas. Genau. Wir haben unterwegs noch was ganz Interessantes entdeckt, wo wir vielleicht demnächst auch einmal hinfahren. Bei Boxtel gibt es einen Dinosaurierpark. Also fand ich mega interessant. Liegt direkt an der Autobahn. Ist auf jeden Fall auf unserer Agenda für 24. So, lass uns mal weiterfahren. Das ist, wie heißt es, mögen die Feiern beginnen? Ja, so, mögen die Spiele beginnen eigentlich. Genau, ja. Okay, rollen wir mal weiter. So, Grillvorräte. Ich habe die Würstchen vergessen. Tja, muss er nochmal hier. Super. Ich habe alles geholt, nur die Würstchen nicht. Wobei ich meine, der hätte Würstchen gekauft, oder? Ja, und wenn er nicht gekauft hat, wir welche brauchen, dann stehen wir drauf da. Versuch, jetzt habe ich auch die Würstchen zum Grillen geholt. Ja. Und dann geht es jetzt zur, wo fahren wir überhaupt hin? Kann man auch langsamer fahren. Camperplatz Oltje? Oder ist das richtig ausgesprochen? Das weiß ich nicht. Oltje? Camper Ranch heißt es, glaube ich. Ne? Hier musst du links. Fahren jetzt zurück. Wir sind eben schon an dem Platz vorbeigefahren. Links. Und da habe ich nämlich schon gesehen, dass da schon relativ gut besucht ist. Und Gott sei Dank, was habe ich gesagt? Es regnet nicht mehr. Ja, Lotto spiele ich besser nicht. Vorne nein, nicht wirklich. Müsste hier irgendwo sein. So, wir haben jetzt erfahren.
Hier geht's rein. Das sieht ja schon mal richtig gemütlich aus. So, dann rufen wir jetzt mal an, dass uns die Tür aufgemacht wird. Ich mach mal aus, weil sonst telefoniert sie schlecht. Hallo, da sind wir wieder. Wir hatten eine mega schöne Nacht, also nicht, weil wir heute Hochzeitstag haben, sondern es war ruhig, sowas von ruhig, windstill, hat es überhaupt geregnet, auch nicht mehr, ne? Sind ja hier auf einem kleinen Treffen, daher werden die Bilder etwas weniger ausfallen, aber wir zeigen euch wieder diesen tollen Platz, der vieles zu bieten hat. Das ist die Camper Ranch Oche. Mit vielen schönen Details und dafür drehen wir euch heute wieder mal ein Platzvideo. Das findet ihr in unserer Playlist sowie alle anderen Platzvorstellungen, die wir für euch machen. Wir sind ja jedes Wochenende unterwegs und am Zug fahren wir ja auch in den Urlaub. Und von daher zeigen wir euch jetzt mal, was es hier alles so gibt. Und auch hier wieder jede Menge Hochwasser. Wir sind jetzt ein bisschen an der Maas entlang gefahren und in Nerd gelandet, was ja direkt der Nachbarort zu unserem Stellplatz ist, der Camper Ranch Oche. Und hier haben wir die, wie heißt er, Friedrichse? Molen, ein Lokal, wo ihr Snacks und Speisen bekommt, richtig schön restauriert und idyllischer Platz. Ich sehe gerade, da hinten ist auch noch irgendwas wie eine Mühle. Es ist noch ein großes Schaufelrad da hinten. Du kannst hier diesen Fußweg entlang gehen. Ach, hier ist ja auch eins. Sind eben an der Maas in Hansum am Stellplatz vorbeigekommen. Der war wohl überflutet, so wie dort alles Holz und Treibgut auf dem Platz lag. Aber hier ist es richtig idyllisch, zumal jetzt die Sonne rauskommt. Schön. Ja. Na, es ist aufgestaut. Du kannst da hinten bis hinten laufen, wieder über die Brücke, hier zurück. Wir können ja gleich mal an die Brücke da fahren, müssen wir ja eh vorbei. Was ich toll finde, ist hier das Wasserspiel rundherum. Ich finde das so geil. Ja, es kommt hinten aus einem Mühlstein und läuft hier einmal wie so ein kleiner Burgrahmen rundherum um das Gebäude. Die Mühle ist von 1796 und ist jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Dann kann man da reingucken. Was haben wir heute? Samstag. Und dann ist sie auch in Betrieb und dreht ihr Wasserrad. Das glaube ich jetzt weniger, weil da hinten nämlich Weihnachtsbeleuchtung drüber gelegt war. Das steht da, ich habe nur gelesen. Ja. Schöner geht's nicht. Soll ich mit euch mal da eben runtergehen? Komm. So. Hm? Haben wir das Ganze auch noch mal von der Seite gesehen. Meine Frau, du mal wieder hier schaffst, schaut mal hier. Schöner Fahrradweg. Das ist eine Action Camp. Huh? Ja, du heißt Action Camp. Ich habe einen Gang zu hoch. Komm, Pfützen hast du Action. Ich fahre jetzt durch das Wasser. Ich glaube, das ist besser als durch den Matsch. Ja, ich mach mal aus, ich hatte nämlich keine Lust, das Ding abzuziehen. Ich habe den Weg nicht absichtlich ausgesucht.
Was sagst du immer? Das sah auf der Karte aus, als wenn man an einem Kanal vorbeifährt. Und das ist der Napoleonskanal. Ja. Nur, dass Napoleon den nicht fertig gebaut hat und dass deshalb keine Straße oder kein asphaltierter Weg vorbeigeht. Das habe ich aber erst heute Morgen gelesen. Zu dem Zeitpunkt brauchten die noch keine asphaltierten Wege. Der ist ja nicht fertig geworden, der Kanal. Der ist nur wie eine Furche ins Land gezogen, aber nicht begradigt und nicht eingefasst worden. Und deshalb ist der Weg ein bisschen ländlich. Ja, kaufen wir dann. Das hast du ja hier in den Niederlanden und auch am Niederrhein immer wieder, dass du diese Verkaufsautomaten von den Bauern hast. Und ich hatte gestern schon Probleme, mein Grillfleisch zusammenzukriegen. Sie sehen aber schon gut aus, die Sachen. Ja, 12 Euro. Was? Ein Rippei? Ja. Eis. Hier gibt's auch lecker Eis. Ja, hier. Ja, nee, ist klar. Und Bratwurst, siehst du mal, da haben wir. Und Hammwappe. Ja. Schnitzel. Also, wenn man, wie wir gestern, keine Grillwurst bekommen hast, hättest du hier noch mitnehmen können. Wir wollen ja morgen Abend grillen. Lecker Eis hier wäre ja jetzt nicht schlecht, aber nur in Kombination mit einem heißen Kaffee und warmer Vanillesoße oder so. Ja, ja. Und heißen Kirschen. Ah, nee, nee, heißer Wittling. Fahren wir weiter. Hier waren wir aber irgendwie dann doch noch nicht im Zentrum, ne, oder? Keppel. Hier ist eine Fußgängerzone. Fahr hier mal rein. Wo willst du denn jetzt hin? Camping und Spielplatz? Oder der Holzenbossen? Der heißt doch so, der Platz. Ach, der heißt so. Da geht's links so, geht's zu Camping und Rezeption. Und rechts geht zum Schwimmbad und Restaurant. Der Schwimmbad ist jetzt zu. Und obendrauf, der sieht aus wie Alfred in jungen Jahren. Ja, ja. Pass auf, wenn ich grün werde, hier so laufen. Ja. Guck mal, das ist ein kleiner Fuchs. Ja. Mitten im Wald, 5 Kilometer von Kessel irgendwo. Keine Ahnung, wo wir sind. Auf jeden Fall in einem Wandergebiet, in irgendwelchen Dünen wieder, ne? Aber welche? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ob der Berg, das war der Köhlberg da hinten, das weiß ich, das habe ich gesehen. Ja, gucken wir mal, was wir noch haben. Ich glaube, Cap. Allerdings, wenn das jetzt zur Routine wird, dass Alfred mich in jedem dritten Video schrumpft und ich habe das Gefühl, dass danach immer ein paar Zentimeter fehlen, wenn er mich wieder hochbeamt. Muss ich ganz. Ihr müsst das anders sehen. Wir haben nur 3,5 Tonnen und ich muss die Wiesch sparen. Und wenn ich die schrumpfe, das sind dann wieder ein paar Kilo. Karies, altes Männchen. Du bist hier nur zu geizig, die Auflastung zu zahlen und weil du dann nicht mehr so schnell fahren kannst. Ich fahre ja nicht schnell. Nö, 140. Ich bin noch nie 140 gefahren. Doch, zum Überholen. Wenn ein Wohnmobil immer nur links fährt, ist er Alfred. Also bis Jeck. Also ja, keine Ahnung. Ja, nee, in Holland machst du das nicht, das stimmt. Nee, das mach ich ja sonst nicht. Aber hier konntest du irgendwo so toll essen. Zu. Da war das. Ich fahr mal einmal hier rum. Stadt von Kessel ist Grevenbroich, was mich, als wir das erste Mal hier waren,
richtig gefreut hat, weil ich bin gebürtig aus Grevenbruch. So. Die wieder aufgebaute Ruine. Ich glaube, da ist ein Lokal drin, ne? Ich meine, da ist nur Lokal drin, oder? Und da hinten ist ein richtig schönes Restaurant da hinten. Da können wir ja mal gucken für einen Kaffee. Rund um dieses Gelände habt ihr viele Lokalitäten, die jetzt teilweise auch geschlossen sind wegen der Saison und wegen der Silvestervorbereitungen. Aber wir waren im Sommer schon mal hier und da kannst du dich wirklich hier schön spazieren gehen. Kessel hat auch einen Wohnmobilstellplatz, den wir vielleicht auch mal ansteuern und euch zeigen. Und dann könnt ihr auch fußläufig hierher gelangen. Unten der Campingplatz, der ist, zum Teil sind die Chalets da evakuiert worden, haben wir gerade gesehen. Und vom Hochwasser heimgesucht. Ich glaube, das Türchen ist zu. Da kannst du nämlich eigentlich sehr schön rübergehen ins Kirchengelände, aber ich guck mal. Hier hast du auch einen Durchgang unten, wo du direkt an die Maas kommst, aber teilweise ist der Weg jetzt wegen Hochwasser gesperrt. Aber gucken wir mal. Auf die andere Maasseite bringt. Und so könnt ihr eure Touren, solltet ihr zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sein, schön ausdehnen. Es ist nicht weit bis nach Venlo und bis nach Roermond. Ich meine, bis Roermond sind 15, 20 Kilometer, bis nach Venlo ungefähr auch so um die 20. Und dann könnt ihr hier eine schöne Zeit verbringen. Da hinten noch die Fähre, die euch auf die andere Maasseite bringt. Und daraus könnt ihr hier super touren. Jetzt schauen wir mal. Vorne noch. Und hier habt ihr die Uferpromenade, wo du auch schön sitzen kannst. Und einmal um die Anlage laufen. Unten, das hat zu. Ja, toll, wollte ich Alfred schon mit locken. Das hat zu, der Baron Fritz. Also Fritz von Fritten. Da hier betreut nix bei Fritz. Cop your coffee. Wir nähern uns dem vielgepriesenen Wasserfall von Nerd. Hier ist er. Der Wasserfall von Nerd. Genießt die stürmischen Fluten. Wir wünschen euch als erstes ein frohes neues Jahr, um dann zum Fazit unserer Weihnachts-Winterreise 2023 mit dem Ende 1.1.2024 mitzuteilen. Ja, ne? Ja, ich muss ja morgen wieder arbeiten am 2.1. Ja, wirklich auch stark. Und
Die Niederlande ist nach wie vor ein schönes Land, das sehr facettenreich ist, vieles zu bieten hat, von Natur zu knuffligen kleinen alten Örtchen. Viel Wasser, viel Romantik, viel Natur. Wir hatten viel Natur um die Ohren, sehr windig, viel Regen. Aber wo hat es jetzt nicht geregnet, außer vielleicht am Alpengebiet, ne? Ja, da haben wir ja schön Wetteraufnahmen. Genau, aber wir haben das Beste draus gemacht. Es war, eigentlich konntest du bei dem Wetter mega gut abschalten, die Probleme zu Hause vergessen, weil du warst nur mit der Wetter-App beschäftigt. Wann kann ich mal vor die Tür? Oh ja, in einer Stunde hört es auf zu regnen oder gleich wird es stürmischer. Wir können nur eine kurze Radtour fahren. Also das war eigentlich so unser Tagesgeschäft, ne? Wir haben uns, die meiste Zeit, ja. Ich hatte mir vorgenommen, noch verschiedene Sachen im Hinblick des Unfall meines Sohnes vorzubereiten und zu erledigen. Haben wir alles nicht gemacht. Ich habe nicht an die Arbeit gedacht, ich hatte nicht an zu Hause gedacht. Es war immer nur das Wetter, ne? Ja. Ich habe nicht mal ans Essen gedacht. Es war entspannt, hätten gerne mehr gesehen, was wetterbedingt nicht möglich war, aber wie Seeland und so, die Gegend kennen wir ja auch sehr gut. Ich kann die Orte, die wir angefahren haben, alle nur weiterempfehlen. Wir haben euch ja die Stellplätze bzw. Campingplätze im Detail in separaten Videos festgehalten. Unsere Tour findet ihr ja in unserer Niederland-Winterreise 2023. Und insgesamt muss ich sagen, ich würde es gerne noch mal fahren, wenn Sommer wäre. Gute Idee. Ja. Oder Frühjahr. Ne? Zumindest dann wärmer. War nicht kalt, aber... Nee, wir hatten 10, 12 Grad. Wir hatten die gleiche Temperatur wie Mai in Dänemark. Ja. Echt? Aber fast genauso viel Wind. Wir hatten genauso viel Wind und die gleichen Temperaturen wie Mai, Ende Mai, Pfingsten in Dänemark. Also das war jetzt schon, ne, wirklich lange Unterhose, diese Thermohosen drunter, haben wir beim Radfahren einen Tag gar nicht angehabt, ne? Einen Tag, ja. Zum Laufen sowieso nicht. Langarm-Shirt war auch nicht unbedingt nötig. Ging mit dem T-Shirt unter dem Pulli, also war schon... Mütze war eigentlich nur Makulatur für den Wind, ne? Also war echt so drumherum mega nette Leute kennengelernt. Wir haben die Reise abgeschlossen mit einem spontanen Treffen hier in... Wo sind wir hier? In Nerd. Auf der Camper Ranch Ötje, ganz liebe Menschen kennengelernt, dadurch auch nicht mehr allzu viel von der Gegend hier gefilmt, weil wir wirklich nur schön beieinander gesessen haben, ja, viel geredet übers Wohnmobilfahren, über schöne Stellplätze, ja, und unsere Reisen. War mega nett, da nochmal einen vielen, vielen lieben Dank fürs herzliche Aufnehmen in die Truppe, wo wir da ja spontan dazugestoßen waren. Und ansonsten sage ich an der Stelle, denkt dran, auf Instagram seid ihr immer dabei, wo wir gerade sind. Lasst uns ein Like da, damit wir weiter hochmotiviert für euch diese Videos machen. Und wenn das euch alles gefällt und ihr auch weiter am Ball bleiben wollt, würden wir uns über ein Abo, das ihr uns da lasst, mega freuen. Ja. Aber wie gesagt, den Satz, den sagen wir ja immer, den sagen alle. Wenn 50% der Leute, die unsere Videos gucken, uns abonnieren würden, wären wir happy, wir würden Luftsprünge machen. Wir haben 90% wiederkehrende Abonnenten ohne Abo. Es werden unsere Videos mehr von Nicht-Abonnenten, die immer wieder regelmäßig unsere Videos schauen, gesehen, als wie die, die uns abonniert haben. Von daher danke für die, die uns ein Abo schon dagelassen hat, und ein Bitte an die, die es noch dalassen könnten. Ja. An der Stelle wünsche ich euch ein wunderschönes 2024. Immer Luft in den Reifen, matschfreie Straßen und Stellplätze. Ja. Diesel und AdBlue im Tank. Also das AdBlue nicht im Dieseltank. Das wäre schlecht. Und ansonsten bleibt gesund und genießt eines der schönsten Hobbys der Welt weiterhin. Richtig, so wie wir auch. Macht's gut, bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.